Wissenschaftler der kongolesischen Weltraumbehörde, KWE, haben jetzt mit ihrem Weltraumteleskop Space Fox einen neuen Planeten entdeckt. Er ist 3,3 Millionen Lichtjahre entfernt und 4,2 Millionen Jahre alt. Er ist leicht größer als die Erde und verfügt über einen zweiten Mond, wie wir hier klar sehen. Experten vermuten große Wasservorkommen unter dicken Eisschichten sowie seltene Erden südlich des Äquators. Space Fox, wie wir hier sehen, umkreist die Erde und hat jetzt erstmals gestochen scharfe Bilder mit neuen Planeten übermitteln können. Wissenschaftler sind gespannt, was die Mission zu diesem Planeten für neue Erkenntnisse bringen wird. Hier Bilder vom Start der Mission. Der Präsident persönlich hat dem Start beigewohnt und die Königin wurde per Videobotschaft zugeschaltet. Der Start verlief reibungslos und wir sehen hier weitere Bilder vom Flug der Gruppe. Wir sehen hier weitere Bilder vom Flug der Enduring Freedom 5 auf ihrem Flug, auf ihrer Entfernung vom Planeten Erde in Richtung der neuen, verbesserten Erde. Jetzt kommt sie dann bald zum Mond. Ja, wir müssen hier abbrechen. Wir sind sehr gespannt auf den neuen Planeten. Bis bald, ciao.